Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar möchte ich euch heute ein Projekt vorstellen, was quasi verschiedene Unterprojekte umfasst. Ich hatte ja letztens schon das Projekt Setra S7 Fahrerplatz gestartet und werde das auch weiterführen. Möchte aber jetzt unabhängig davon ein zweites Bautagebuch noch eröffnen, was aber eben an sich verschiedene Projekte zusammenfasst. Und zwar geht es dabei um meinen VÖV-Arbeitsplatz. VEV 1 Arbeitsplatz, der jetzt hier momentan quasi brach liegt, auseinandergebaut ist, wie man sieht. Das liegt jetzt daran, dass ich mir quasi zum Ziel gesetzt habe, 4 verschiedene VEV 1 Armaturenbretter aus 4 verschiedenen Fahrzeugen von 3 verschiedenen Herstellern hier umzusetzen. Und zwar handelt es sich dabei, ich zeige es euch mal, ich habe hier eine ganz übersichtliche Skizze eigentlich gemacht. Handelt es sich dabei um diese 4 Fahrerplätze. Das ist einmal einer aus einem O305G, einem Automatikwagen, einer aus einem O305, einem ehemaligen Schaltwagen, der aber jetzt Automatik hat oder Automatik ist. Dann natürlich mein Büssing BS110V, den ihr schon kennt, auch Automatik, und ein MAN SL, mal wieder, aber ein bisschen anders als der erste, den ich hatte. Auch ein ehemaliger Schaltwagen, jetzt aber Automatik. Und diese 4 Fahrerplätze sind VEV 1, Standard 1, und sind deshalb quasi alle 4 geeignet für diesen Armaturenträger und geeignet als standardisierter Fahrerplatz eben der ersten Generation. Und deshalb möchte ich die alle 4 in einem Projekt quasi oder in 4 Teilprojekten umsetzen. Und zwar so, dass alle 4 gegeneinander austauschbar sind und das relativ einfach. Wie genau ich das vorhab, erkläre ich dann noch. Jetzt geht es nur mal darum, dass ihr schon mal gehört habt, es sollen eben 4 verschiedene aus 4 verschiedenen Fahrzeugen mit 4 verschiedenen unterschiedlichen Funktionsweisen und 4-mal verschiedenen Schaltern und Funktionen hier in einem Ding quasi umgesetzt werden. Und dazu habe ich jetzt auch schon volle Kanne begonnen quasi, habe mir auch schon alle Ersatzteile beordert. Ich habe da jetzt nochmal so eine Liste, wie schon letztens gezeigt, erstellt, und zwar mit den ganzen Posten. Da ist hier oben noch der S7-Fahrerplatz, weil ich das jetzt quasi noch mit inkludiert habe. Und dann geht es hier eben los mit diesen Teilen, die ich dafür jetzt verwendet habe, auch eben für diese 4 Arbeitsplätze, die mein zweites Projekt umfassen. Also Projekt 1 ist quasi diese 4er-Konstellation, VEV1, und Projekt 2 ist dann, wenn ich damit fertig bin, der S7-Fahrerplatz, über den ich ja ein separates Bautagebuch mache. Ich kann aber eben nicht versprechen, dass es immer so strikt voneinander getrennt sein wird, sondern vielleicht fließt das eine auch mal ins andere mit ein. Ich gehe es jetzt noch mal kurz durch mit euch, damit ihr einen aktuellen Stand wisst und ungefähr auch Bescheid wisst, was man ungefähr dafür einplanen kann für solche Fahrerplätze. Da sind wir jetzt eben einmal mit dem S7-Fahrerplatz dabei. Der schlägt mit 400 Euro eine Anzahlung zu Buche und 650 Euro, die ich noch leisten muss, sobald er angekommen ist. Das ist der Preis inklusive der Speditionskosten, denn der wird per Palette angeliefert, habe ich ja schon erzählt. Und da ist auch ein Fahrersitz dabei, von dem her sind das dann insgesamt 1050 Euro. Dann habe ich mir bereits auch beschafft ein weiteres G27 Pedale und Lenkrad sowie Schalthebel für den S7-Fahrerplatz eben. Das lag bei 150 Euro über eBay Kleinanzeigen. Dann ein weiteres Arduino Mega Uno, ein Relais-Modul 16-fach und Jumper-Kabel für den S7-Fahrerplatz im Wert von 41 Euro noch irgendwas. Dann ein A-Case USB für den S7-Fahrerplatz, auch etwa 40 Euro. 5 Mikroservos, wie ich sie auch bei den bisherigen Rundinstrumenten schon verwendet habe. Die sind von Tower Pro und kosten eben der 5er-Pack gerade mal 8,68 Euro über eBay. Da werde ich mir aber noch mehr nachbestellen müssen, weil ich ja auch für meine jetzigen 4 Fahrerplätze, für meine 4 Armaturenbretter noch mehr Servos dann brauche.
Dann sind wir hier mit der Schaltlitze blau 0,25 mm, die ist etwas dicker, die habe ich für den Nullleiter verwendet, weil der oder für den Ground, weil da ein bisschen stärkere Ströme drüber laufen. Die normalen Litzen haben bei mir 0,14 mm im Quadrat Durchmesser. Die liegt hier jetzt bei 2,99 Euro für, ich glaube, 10 Meter. So, dann ein weiteres 12 Volt und ein 24 Volt Netzteil mit jeweils 100 Watt für den S7 Fahrerplatz. Ein USB-Verteiler, den zeige ich euch mal gerade. Also diese Netzteile haben sich wirklich bewährt bei mir. Das 12 Volt kommt von ISO LED, das 24 Volt von Meanwell, kosten jeweils 53 Euro und 20 Euro. Ist zwar nicht ganz billig, haben sich aber wirklich bewährt. Dann eben ein LED-Verteiler, ein USB-Verteiler, Entschuldigung. Den zeige ich euch mal gerade. Das ist der hier. Der macht quasi aus einem USB-Port 4 USB-Ports. Also einfach nur eine Aufsplittung. Sehr hilfreiches Teil und für günstiges Geld auch bekommen. Hat mich gerade mal 9,99 € gekostet. Dann ein HDMI-Verlängerungskabel für den Bildschirm und ein Stromverlängerungskabel. Warum die beiden, habe ich euch ja letztes Mal im S7-Tagebuch schon erzählt. Ein Warnblinkgeber für den S7-Arbeitsplatz ursprünglich gedacht, habe ich jetzt aber für meine 4 VEV1-Arbeitsplätze verwendet. Da werde ich mir dann noch einen nachbestellen für den S7-Fahrerplatz. Die Kamera müsste nochmal scharf stellen. So. Genau, der liegt bei, das ist ein Original Bosch-Teil, bei 40 Euro, also auch recht kostspielig. Dann Schaltlitze, verschiedenste Schaltlitze, da muss ich jetzt nicht so genau drauf eingehen. Einmal grün, einmal orange, hier unten kommt dann nochmal die Schaltlitze, glaube in 140 Meter Litze nochmal in verschiedensten Farben, Flachsteckhülsen dazu, Lötzinn, das sind so Kleinigkeiten, ja. Eben bei mir in 0,14 mm. Beziehungsweise in 0,25 mm. Je nachdem eben. Genau. Dann eine DSAP-Stiftleiste und eine DSAP-Buchsenleiste, jeweils 15-polig. Was das ist, erzähle ich euch gleich noch. Die sind hier bei 3,22 Euro und 1,93 Euro pro 10er-Pack, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Dann kommt natürlich Lötzinn, Kabelhalter für die Armaturenbretter, dann, das zeige ich euch auch noch. Flachsteckhülsen, habe ich ungefähr 200 Stück bestellt. Kühlwassertemperaturanzeige, dann O305 Armaturenbrett, O305 und SL200 Armaturenbrett. Also einmal aus dem 305G, einmal aus dem 305 und aus dem SL200. Dann eine Öldruckanzeige, Fahrtenschreiber. Ein Digitalservo 180 Grad von Graupner für ungefähr 40 Euro, der ja bei mir für die bei den Tachos zum Einsatz kommt. Da werde ich mir auch noch mehr davon bestellen müssen, weil ich insgesamt bei den VEV-Plätzen drei verschiedene Tachos habe und bei dem S7-Platz ja nochmal ein Tacho. Aber da reicht mir jetzt vorerst mal dieser eine. Ich werde mir dann noch weitere nachbestellen. Dann 50 Halbrundnieten, die ich dann noch für die Bretter brauche, für die Armaturenbretter. 24 Volt Birnen mit 2 Watt als Ersatzteile, 15 Stück für relativ teure 19,20 Euro, weil das ziemlich besondere Birnen sind. Dann kommt eine Kabelspirale, beziehungsweise verschiedene Kabelspiralen, die zum Zusammenfassen von Kabeln da sind. Dann kommt der Posten Sandstrahlen und Pulverbeschichten von allen Armaturenbrettern, die ich nämlich gerade beim Sandstrahlen eben und Pulverbeschichten habe. Ich werde euch da nochmal nachher Bilder zeigen. Dann Fahrtenschreiber, Türtaster, Warnblinkschalter, Motortemperaturanzeige, Warnblinkschalter, all solche Sachen. Die sind relativ günstig, habe ich die bekommen von einem guten Freund. Beziehungsweise einfach über günstige Angebote auf eBay oder eBay Kleinanzeigen. Dann ein Gangwahltaster, das alles über den Herrn Homburg mal wieder, den bekannten Händler.
Gangwahltaster, Türtaster, Kontrolllampen, Fassungen, Kippschalter, nochmal Taster, dann noch ein Tausch von einem Schalter, Tausch von einem Tacho und so weiter für relativ gute 60 Euro dann auch. Paketklebeband, Lackspray, solche Sachen. Was ich noch ordern muss, ist dann Baumaterial, Buchenholz und Riffelblech für den S7-Fahrerplatz. Das wird ungefähr mit 180 Euro zu Buche schlagen. Und wo ich jetzt am Samstag bin, ist wieder mal der Omnibus Club München und da werde ich verschiedene Teile versuchen noch zu bekommen, zu tauschen, abzukaufen. Unter anderem Zündschlösser, Kontrolllampen, Türtaster und Gangwahltasten. Genau. Und dann langfristig suche ich einfach noch nach einem ganz bestimmten Heizungsschalter und einem Hupenknopf für MAN. Das sind dann noch zwei Posten, die einfach mal so jetzt mit gelistet sind. Dann kommen wir ungefähr zusammen auf etwa 2250 Euro Ausgaben dafür, für alle fünf Fahrerarbeitsplätze. Sprich für die vier VEV1 und den Setra SC. Wobei eben die vier VEV1 jetzt mal oberste Priorität haben. Die Skizze für den S7 habe ich euch auch schon mal gezeigt. Das soll jetzt auch gar nicht Thema sein. Ich möchte jetzt eigentlich mal auf meine VEV1-Plätze eingehen. Und dazu zeige ich euch hier nochmal den aktuellen Stand eben. Also hier der Träger, die ganzen Litzen, die ganzen Kabel. Das hier sind die sogenannten Kabelspiralen. Dann habe ich hier schon begonnen, verschiedene Elemente sauber zu machen, ja, die ganzen Schalter und Anzeigen sauber zu machen, auseinanderzubauen. Hier auch schon teilweise wieder die Anzeigen geöffnet und die werde ich dann natürlich noch auf Servo umrüsten. Für Setra habe ich schon den Drehzahlmesser zum Beispiel geöffnet, habe den hier neu lackiert, habe auch hier das Kombi-Instrument von Setra schon auseinandergenommen. Ich weiß, das gehört jetzt eigentlich nicht in dieses Tagebuch, aber ich lasse es jetzt mal kurz mit einfließen. Habe das auch schon auseinandergebaut, hier den Rand, den Rahmen lackiert, die Scheibe gereinigt, habe hier die einzelnen Anzeigen schon rausgenommen, ja, bereit gemacht für den Umbau auf Servo, habe den Tacho auch schon neu lackiert, diese Scheibe hier drunter, also habe schon einiges gemacht. Ansonsten für die VEV1-Plätze habe ich mir eben eine Menge Schalter und Anzeigen noch besorgt. Das sind jetzt noch bei Weitem gar nicht alle, da kommen noch mehr, auch mehr Türtaster noch. Das ist jetzt nur ein Teil. Hier zum Beispiel auch ein original, komplett neuen Schalter mir geordert. Dann haben wir hier noch einen Gangwahlschalter. Das sind so Sachen, auf die werde ich dann nochmal genau eingehen. Von den ganzen Armaturenbrettern, die Beschriftungen, wo sie genietet waren, abgenietet oder aufgebohrt und wo sie geschraubt waren, abgeschraubt und gereinigt. Hier einen Dreierschalter von SWF getauscht, den schwarzen gegen den grauen, so wie er ursprünglich auch in dem BS110V verbaut war. Und ansonsten jede Menge Kleinteile hier schon vorbereitet. Und wie gesagt, das sind bei Weitem gar nicht mal alle. Auf jeden Fall ist dann der nächste große Punkt, die ganzen Anzeigen auf Servo umzubauen. Und ansonsten sind die Sachen eigentlich alle schon gereinigt. Hier unten haben wir dann den Tacho für die beiden Mercedes-Benz-Bretter. Das ist der Tacho für das MAN-Brett. Das ist der Tacho für das Setra-Brett. Und das ist der Tacho für das Büssing-Brett. Der ist als einziger auch schon auf Servo umgebaut. Hier ist die Handbremse für alle vier VEV1-Plätze. Da ist der Handbremskeil quasi, das Teil obendrauf, auch gerade noch beim Sandstrahlen und Pulverbeschichten, wie so vieles andere auch noch. Ansonsten habe ich hier unten noch verschiedene Lampen. Ja, hier sind verschiedene Lampen drin. Und hier drin sind verschiedenste Kontrolllampen. Auch die möchte ich nochmal kurz zeigen. Habe ich auch alle schon gereinigt. Mit neuen Lampen versehen und so weiter. Ja, und da kommen auch noch einige dazu. Also das ist auch bei Weitem noch gar nicht alles. Auf jeden Fall das mal dazu. Da werde ich noch viel genauer auch im Laufe der Zeit drauf eingehen. Auch hier hinten eine ganze Kiste voller Schalter, die schon soweit einsatzbereit gemacht worden sind.
Und hier natürlich jede Menge Elektronikkram noch. Hier auch diese Halter für diese Kabelhalter, die dann unten ans Armaturenbrett hinkommen für eine bessere und sauberere Verkabelung. Warum ich eigentlich jetzt diesen Schritt mache, dass ich mir quasi den Aufwand mache und meinen bestehenden Fahrerplatz jetzt quasi hier auseinandergenommen habe und jetzt mehrere daraus mache, ist einfach der Grund, dass ich mir das zunutze machen möchte, dass ja die VEV-Richtlinien vorgesehen haben, dass möglichst gleiche Bemaßungen bei allen Herstellern stattgefunden haben. Und somit ist es mir jetzt auch möglich, ganz einfach eigentlich die Bretter gegeneinander zu tauschen. Und weil ich dann einfach mehr variieren kann und mehr Auswahl habe, habe ich mir gedacht, komm, ich mache mir das zunutze und setze hier einfach vier verschiedene Bretter von drei verschiedenen Herstellern um, die einfach alle ihre ganz spezifischen Eigenheiten haben und dadurch auch einzigartig sind. Und da bin ich eben eigentlich echt happy, dass ich die alle in ein Ding integrieren kann quasi, weil das Lenkrad ja auch für alle drei oder vier standardmäßig ist und somit alles auch zusammenpasst. Der Zahltisch ist gerade auch abmontiert. Da ist hier ein Teil und hier ein Teil. Der wird dann natürlich auch wieder dran montiert. Dann habe ich, lass mich mal gerade überlegen, ich habe nämlich gerade ein bisschen den Faden verloren, wenn ich ehrlich bin. Ah ja, genau, mein Lenkrad. Mein Lenkrad, das gibt es natürlich auch noch nach wie vor. Hat sich hier unten versteckt. Und hat jetzt mittlerweile einen Mercedes-Benz Hupenknopf erhalten. Der ist zwar nicht original für genau dieses Lenkrad bestimmt, weil er nämlich so eine ledermäßige Optik hat, ja. Und eigentlich wäre der jüngeren Baujahrs als dieses Lenkrad, der müsste eigentlich aus Bakelit sein, damit er zu dem Lenkrad passt vom Baujahr her. Allerdings passt er auch so wunderbar rein, weil es ja ein Standardmaß ist. Und bis auf die andere Oberflächenstruktur hat sich da auch nicht viel geändert. Und der passt ja trotzdem optisch eigentlich einwandfrei dazu. Und von dem her bin ich froh, dass ich den jetzt habe, um ihn einfach austauschen zu können gegen MAN oder Büssing halt dann. Genau, das also mal zum Lenkrad. Jetzt kommen wir noch kurz zur Elektrik, weil ich das Video jetzt noch nicht allzu lang halten möchte beim ersten Mal. Und zwar ist jetzt hier auf meinem Schaltschrank, meine Kamera ist gerade ein bisschen kalt geworden. So, besser? Jawohl. Mein Schaltschrank hat sich auch ein bisschen verändert. Das ist nämlich auch eine Zielsetzung bei diesen vier neuen Projekten in einem quasi, dass ich meine Verkabelung nochmal komplett überdenken möchte und mein Anspruch an mich selbst ein bisschen erhöhen möchte, elektronisch, also von der Elektroseite her, dass ich einfach ein bisschen professioneller rangehen möchte, ein bisschen übersichtlicher und mir mögliche Fehler auch ersparen möchte durch eine saubere und ordentliche Verkabelung. Dafür habe ich auch extra ganz aufwendig einen Schaltplan angefertigt, der, glaube ich, seinen Namen alle Ehre macht, weil er wirklich bis ins kleinste Detail durchgeplant ist. Und zwar ist er so aufgebaut, dass man hier sieht, es gibt 7 Buchsenleisten, da sind wir wieder beim Thema. Das sind diese Leisten hier, die nennt man Buchsenleisten. Sind sogenannte D-Sub-Steckverbinder, also Buchsenleisten, weil die hier eben ihre Buchsen haben. Das Pendant dazu sind sogenannte Stiftleisten, die hier drauf gesteckt werden können. So ähnlich hatte ich es ja beim früheren Arbeitsplatz schon. Allerdings hier jetzt mit dem Unterschied, dass die alle übersichtlich in einer Reihe montiert sind und sich der Gegenstecker direkt draufstecken lässt. Der Gegenstecker liegt gerade noch hier unten. Sieht dann so aus, beziehungsweise der hier. Das sind dann die Stiftleisten, das Pendant dazu, lässt sich dann ganz einfach draufstecken. Und auch hier nochmal, ihr müsst euch das so vorstellen, dass quasi dieses Schaltbrett hier unten im Schreibtisch drin steht, passt hier ideal rein, fällt nicht auf und ist wunderbar untergebracht, kann man bei Bedarf hier auch rausziehen, ist quasi da drin untergebracht und die Seite, zu der hier diese Stecker rausschauen, wird später dann zur Wand hinschauen. Und dann werden eben hier an diese Leiste diese Stecker von dieser Leiste angesteckt.
und werden dann mithilfe dieses Kanalrohrs oder Rohrkanals hier von ganz hinten hier rein verlegt in den Armaturenträger rein, werden dann dort befestigt, sodass dann dieses andere Ende von diesem Stecker, also das hier, im Armaturenträger landet, und zwar ungefähr dort, wo die Tachoöffnung ist, und somit dann nur noch ein einziger Handgriff notwendig ist, um diesen Stecker, der da eben ungefähr auf Höhe des Tacholochs rausschaut, mit einem weiteren Stecker, der liegt jetzt gerade hier oben bei mir auf dem Schreibtisch, zu verbinden. Der sieht dann so aus. Der ist hier auch durchnummeriert und ist hinten auch schon teilweise verdrahtet. Und hier dran, so müsst ihr euch das vorstellen, hier steht es auch schon drauf, hier ist dann direkt das Armaturenbrett dran und es ist unmittelbar mit diesem Stecker verbunden. Das heißt, ich muss nur noch das jeweilige Armaturenbrett, denn es ist hier bei jedem Armaturenbrett so, dass das so einen Stecker hier hat, ich muss nur noch das jeweilige Armaturenbrett nehmen, mitsamt diesem Stecker, der ja dran ist, muss es einfach hier reinlegen in den Träger, da ist hier dann diese Taroöffnung sowieso offen, hier ist dann ungefähr dieser Stecker, muss einfach nur noch diesen Stecker mit diesem anderen Stecker hier verbinden und schon habe ich das jeweilige Armaturenbrett am Schaltbrett oder am Schaltschrank. Und das Schöne an der Sache ist, dass ich eben diese Stecker hier für jeden Arbeitsplatz machen kann und mir jeden Arbeitsplatz mit einer anderen Belegung hier sichern kann, aber trotzdem alle Funktionen bei allen Fahrarbeitsplätzen, auch die unterschiedlichsten Funktionen, mit diesem kompletten Schaltbrett hier schalten kann. Und es funktioniert einfach so, dass ich mir quasi jeden Ausgang von dieser Buchsenleiste oder von diesen Leisten, jeden Ausgang, der da vorhanden ist, als einen Ausgang hier belegt habe und mir quasi auf jedem Ausgang eine Funktion eines Bretts drauf programmiert habe. Das heißt, jedes Brett hat hier eine andere Belegung und hier sieht man eben dann die Aufteilung. Hier ist Buchsenleiste 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis 7. Auch hier geht es hier rüber und hier kann ich dann zum Beispiel schauen, auf der Buchsenleiste 3, auf dem Ausgang 7 zum Beispiel, liegt jetzt in dem Fall A-Case Schalter A08. Und dann kann ich hier einfach mal schauen, auf der Rückseite ist die Auflistung von den A-Case Schaltern. Dann schaue ich hier einfach mal und sehe dann hier den jeweiligen Schalter mit dem Schaltbefehl, mit der Schaltfrequenz und vor allen Dingen mit dem Brett, das dadurch angesteuert wird. Die braun hinterlegten sind dann nochmal ganz spezielle Schalter, denn die werden nochmal mit einem Relais gekoppelt oder sind mit einem Relais gekoppelt. Und zwar nicht mit einem Relais über das Relaisbrett, was ja quasi mit dem Computer, mit dem Arduino verbunden ist, sondern mit einem ganz normalen Kfz-Relais bzw. dem Warnblinkgeber hier. Das heißt, diese speziellen Schalter sind dann mit Kontrolllampen direkt über diese Relais gekoppelt und nicht indirekt, sage ich mal, über diese Relais hier mit dem Computer, über das Arduino gekoppelt. Hier ist dann eben mein A-Case mit den Schaltern, hier ist die Haltewunschglocke und hier drunter die Netzteile für 100 Watt, 24 Volt, 100 Watt, 12 Volt. Das ist ja die Einspeisung für das Relaismodul und auch das hier. Und dann noch die 24 Volt, 50 Watt, die nur für die Glocke und für diese Relais hier da sind. Genau, und damit ist dann quasi dieses Schaltbrett realisiert und bietet dann eben die Möglichkeit, dass jedes Brett hier mit seinen ganz individuellen Funktionen, auch hier was die Servos angeht zum Beispiel, weil ja nicht jedes Brett die gleichen Anzeigen hat, angesteuert werden kann. Und somit quasi wirklich nur ein Modul für alle vier verschiedenen Bretter vonnöten ist. Und das erlaubt es mir eben dann auch, dass ich alle vier Bretter gegeneinander mit einem Klick, quasi mit einem Verbinden von diesen Steckern tauschen kann gegeneinander. Und das ist eben dann der Clou an der Sache und das ist eben auch so ein bisschen das Ziel, dass ich relativ einfach vier verschiedene Busse fahren kann und vier komplett verschiedene Armaturenbretter bedienen kann. Ich hoffe soweit, dass es das einigermaßen verständlich ist und soweit auch ganz gut hoffentlich rübergekommen ist, wie ich das vorhab und warum ich das vor allen Dingen vorhab. Und das alles soll ich oder möchte ich jetzt gerne mal realisieren, bevor ich mit dem Setra Platz anfange. Ihr habt auch hier schon gesehen, hier ist ordentlich Platz frei geworden.
Hier soll dann letztendlich der Setra-Platz hin. Langfristig möchte ich mich von meinem Fahrersitz hier verabschieden. Ich würde den ganz gerne zum Kauf anbieten hiermit auch. Wenn ihn jemand haben möchte, ich möchte noch 25 Euro dafür haben. Das wäre so ein bisschen meine Vorstellung. Der ist wirklich in einem sehr guten Zustand. Und hier auch samt Podest mit Anti-Rutschmatte komplett schön zusammengebaut. Also ich glaube, das ist wirklich ein unschlagbarer Preis dafür. Und würde den eben ganz gerne loswerden, sodass ich nur noch diesen einen Sitz dann von dem Setra-Arbeitsplatz hier habe. Denn da bekomme ich ja eben einen dazu. Und ich finde, einer reicht hier aus für beide Arbeitsplätze. Und da braucht man nicht zwei Sitze, weil so kann man sich das Zimmer natürlich unnötig zustellen. Genau, also falls da jemand Interesse hat, einfach sich bei mir melden, wie auch immer. Ansonsten würde ich sagen, soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen gefallen hat, ein bisschen interessant war, damit ihr jetzt ein bisschen im Bilde seid, was ich so vorhabe. Es ist doch einiges. Es ist ein ehrgeiziges Projekt, aber ich freue mich drauf und ja, ich hoffe, ihr tut's auch und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es dann weitergeht. Genau, macht's gut, bis dann, tschüss.